Hallo, willkommen zum dieswöchigen Wild Spirits News. Mein Name ist Sibylle und das heutige Thema ist jeden Tag motiviert sein. Vor einigen Jahren habe ich entdeckt, wie wirkungsmächtig es ist, sein Leben um Leidenschaften zu zentrieren. Und als Ergebnis war ich unglaublich glücklich, sehr lange Zeit. Ich war motivierter und inspirierter denn je. Und natürlich, wie du weißt, habe ich inzwischen sogar mein Business darum aufgebaut, mein Coaching-Business. Es war zwar schon vorher ein großes Thema, aber jetzt ist es das Zentralthema in meinem Coaching-Programm. Jetzt gibt es Leute, die manchmal mich belächeln, wenn ich mal einen Tag habe, wo es mir nicht so gut geht oder wo ich einfach nur auf dem Sofa rumhänge und keine Motivation, keine Energie habe und einfach mal abschalte und gar nichts mache und auch meinen Leidenschaften nicht nachgehe. Das führt dann zu so Kommentaren, vor allem online, weil online haben die Leute ja überhaupt keine Hemmungen, zu so Kommentaren wie, na, wo sind denn jetzt deine Leidenschaften und deine Bestimmung, deine Freude? Und impliziert darin ist natürlich, wenn du doch jetzt den Schlüssel zum Glücklichsein gefunden hast, wie kommt es, dass du nicht jeden Tag und jeden Moment unglaublich glücklich bist? Und deshalb ist deine Mission heute zu lernen, warum du es nicht kannst und auch nicht sollst, ständig motiviert zu sein und wie du trotzdem deine Freude und dein Glück maximieren kannst. Aufgabe Nummer 1 ist, jeden Tag motiviert sein. Es ist ein Mythos, dass es manche Leute gibt, die ständig motiviert sind, jeden Tag. Leider ist es ein Mythos, der sehr weit verbreitet ist und geglaubt wird von den Leuten. Und als Resultat fühlen sich die Leute wie Versager, wenn sie mal, wie gesagt, einen Tag sich nicht so gut fühlen oder auch ein paar Wochen mal. Es hat ja jeder mal eine Phase, wo er nicht so motiviert ist, auch selbst für die Leidenschaften. Du bist ein menschliches Wesen und zum Menschsein gehört die gesamte Palette von menschlichen Erfahrungen und Emotionen. Dazu gehören sowohl die positiven als auch die negativen Emotionen. In der Tat würde ich sagen, dass du eher ein Versager bist, wenn du nur eine Hälfte davon immer erfährst und den Rest nie zulässt und immer unterdrückst. Es gehört alles zum Menschsein. Und es ist okay. Und selbst wenn man das weiß, weil die meisten Leute dem zustimmen würden, wenn ich das so sage, und selbst wenn man sich dessen bewusst ist, kann es manchmal schwierig sein, sich nicht wie ein Versager zu fühlen, weil man sich gerade schlecht fühlt und man sich dann noch schlechter fühlt über das Schlechtfühlen. Das kann immer noch vorkommen. Deswegen würde ich dich dazu einladen, dass du bewusst dir jedes Mal vergibst, sozusagen dafür, jedes Mal wieder aufs Neue, wenn du dich gerade mal nicht so gut fühlst oder traurig oder wütend oder unmotiviert bist. Noch einmal, niemand ist jeden Tag motiviert oder fühlt sich ständig gut. Das gibt es nicht und das ist auch gut so, weil wir alle auch Pausen und Ruhe brauchen. Also kämpf nicht dagegen und anstatt es zu be- und verurteilen, hör auf deine Bedürfnisse und versuch sie so weit wie möglich zu erfüllen. Aufgabe Nummer 2 ist, maximiere deine Freude und dein Glück. Wir haben also etabliert, dass du nicht jederzeit in Topform sein kannst. Das ist nicht möglich. Was du allerdings sehr wohl kannst, ist die Zeit zu maximieren, in der du dich fantastisch fühlst. Und hier sind 3 Schritte, wie du das tun kannst. Der erste ist, plane regelmäßige Auszeiten. Bitte warte nicht, bis dir die Puste ausgeht. Du brauchst Ruhe und du kannst selbst von Leidenschaften kann man Burnout erleben. Also plane 2 Dinge. Erstens Zeit für Self-Care, Selbstfürsorge. Das sind Zeiten, wo du dich um dich selber kümmerst, wo du eine Massage zur Massage gehst oder einen Spaziergang machst oder ein Bad nimmst oder sowas. Zeit, wo du dich um dich kümmerst. Und das zweite sind einfach Auszeiten, Ruhezeiten, wo du dich ausruhst, ein Schläfchen machst oder wie gesagt irgendwas schaust oder einen Roman liest oder einfach gar nicht viel, überhaupt nicht viel machst. Einfach Ruhezeit. Diese 2 Dinge. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, mach deine Leidenschaften zugänglich. Wenn du jetzt, sagen wir mal, das hängt von der Leidenschaft ab, wenn du jetzt, sagen wir mal, Kunsthandwerk irgendwie nähen oder sowas ist deine Leidenschaft, dann verstau deine Nähsachen nicht im obersten Schrank, wo du kaum drankommst. Oder wenn deine Leidenschaft ein Sport ist, dann verstau deine Sportgeräte nicht gerade auf dem Speicher, wo du jedes Mal raufklettern musst und sie runterholen, wenn du was machen möchtest. Also mach es so, dass es wirklich erreichbar und zugänglich ist für dich. Mach es dir so leicht wie möglich, deiner Leidenschaft nachzugehen und halt natürlich die Zeit frei dafür,
dass nichts dazwischen kommen kann zwischen dich und deine Leidenschaften sozusagen. Der dritte Schritt ist, halte deine Leidenschaften frisch. Selbst die größte Leidenschaft kann langweilig werden, wenn es Tag ein, Tag aus immer das Gleiche ist. Also probier öfters mal was Neues aus, eine neue Technik oder lern was dazu, mach einen Kurs irgendwo. Such dir Leute, die deine Leidenschaft teilen, such dir Gemeinschaft, es kann auch online sein. Es gibt nichts Inspirierenderes, als mit Leuten sich auszutauschen, die die gleiche Leidenschaft teilen. Das weiß ich aus Erfahrung, es ist fantastisch. Und das wirkt immer wieder inspirierend und motivierend. Also such dir diese Anreize, um wieder Inspiration und Motivation in deine Leidenschaft zu bringen. Immer wieder aufs Neue. Das bringt mich zur Aufgabe Nummer 3, lass es mich wissen. Antworte auf die E-Mail, mit der du den Link zum Video bekommen hast und sag mir, wie steht es um deine Motivation und deine Inspiration? Fühlst du dich manchmal schlecht, wenn du gerade nicht so in der Stimmung bist? Was tust du dagegen? Wie hältst du deine Leidenschaften frisch? Wie stehst du dazu? Hast du irgendwelche Kommentare oder Fragen zu irgendeinem dieser Punkte? Ich antworte auf jede E-Mail, verspreche ich. Wenn du den Link zum Video nicht in einer E-Mail bekommen hast, heißt das, dass du noch nicht Teil der Wilden Geistergemeinschaft bist und zu uns kommen musst. Geh auf wildspiritscoaching.com/de und fülle das kleine Formular aus. Du bekommst eine E-Mail in der Woche, also 100% spamfrei. Du erhältst zusätzliche Artikel und Informationen und Empfehlungen von Büchern und anderen Ressourcen und manchmal bekommst du exklusive Angebote, die wirklich nur für meine Abonnenten sind, die niemand sonst je zu Gesicht bekommt. Also geh auf wildspiritscoaching.com/de und melde dich an. Du kannst auch Wild Spirits Coaching googeln, das bringt dich auf meiner Webseite. Danke fürs Zusehen!